Okay, now, from the beginning. Hit it, boys. Ich habe lustigerweise schon mit 7 oder 8 Jahren in ein Freundschaftsbuch in der Volksschule geschrieben, dass ich Visagistin werden will. Es war natürlich komplett falsch geschrieben, aber es war wirklich immer schon mein Traum. Schlussendlich war es dann so, dass ich auch nicht wirklich gedacht habe, dass das ein Beruf ist, den man halt ganz so einfach ausüben kann, und bin dann über Umwege in einem Büro, ganz normalen nur noch 15 Bürojob gelandet. Ich habe mich dann, nachdem ich wirklich lange Zeit sehr unglücklich war in meinem Bürojob, dazu entschlossen, doch eine Ausbildung zu machen. Ich gehöre, glaube ich, wirklich zur ersten Generation, die mit YouTube groß geworden ist, und habe mit 12 Jahren mein erstes Video gesucht, wie macht man Locken, und habe eine amerikanische YouTuberin gefunden. Dadurch, dass ich auch mit amerikanischen Videos angefangen habe, habe ich immer auf Englisch geschaut, und Amerika liegt halt wirklich meilenweit voraus, teilweise, also im Gegensatz zu Europa, was das die Beauty-Welt angeht, und habe dann in Cambio zum Glück eine Schule gefunden, die wirklich komplett am Puls der Zeit ist, die sich an den Techniken aus den USA, die wirklich die Metropole für Fashion ist, orientiert und wo man wirklich die gängigsten, wichtigsten, neuesten Techniken lernt, auch mit den neuesten Produkten arbeitet. Das war mir einfach wahnsinnig wichtig. Und ich habe in dem Lebenslauf von der Claudia, wie ich mich über Cambio erkundigt habe, auch gesehen, dass sie ihre Ausbildung in Miami gemacht hat. Und das hat natürlich wahnsinnig viel Eindruck geschunden, weil sie wirklich dort die Techniken von den bekanntesten Make-up-Artisten lernen konnte und das alles auch in die Ausbildung von Cambio mit eingeflossen ist. Ich habe die Ausbildung ja berufsbegleitend gemacht und es ist auf jeden Fall sehr, sehr schwierig, aber machbar. Ich habe 40 Stunden nebenher gearbeitet mit den Modellen, die man dann schminken muss, weil irgendwo muss man natürlich auch üben, wenn man am Wochenende im Kurs ist. Teilweise 50, 60 Stunden, aber mit einer guten Zeiteinteilung schafft das wirklich jeder. Und ich hatte aber wirklich eine ganz, ganz, ganz tolle Trainerin, die mich da ständig gepusht hat, ständig unterstützt hat, dass ich das mache, was ich machen möchte. Durch die Ausbildung bin ich viel selbstbewusster geworden. Ich weiß, was ich kann, und keine Hürde, wenn man mir jetzt sagt, ich muss jetzt das schminken oder ich komme zu irgendeinem Job, wo man sich vielleicht im ersten Moment denkt, puh, das habe ich jetzt so noch nicht gemacht, habe ich aber einfach keine Angst mehr davor und weiß, das schaffe ich auf jeden Fall. Ich lege einfach los und im Endeffekt, die Leute sind stets zufrieden und ich bin auch zufrieden mit meiner Leistung, was natürlich auch sehr wichtig ist. Nach Cambio, jeder Anfang ist nicht ganz so leicht, aber Cambio unterstützt natürlich, also man hat viele Jobmöglichkeiten nebenher. Die habe ich immer wieder mal verfolgt und habe dann, mittlerweile schminke ich sehr, sehr viel auf Hochzeiten, mache auch viele Workshops und habe jetzt dann schlussendlich bei Cambio einen Vertrag unterschrieben, dass ich dort als Trainerin tätig bin, und das ist halt wirklich meine komplette Leidenschaft. Ich liebe es, den Mädels zu zeigen, wie man richtig schminkt, die ganzen Techniken, weil Schminken ist eine Technik, die wirklich jeder lernen kann, wenn er möchte. Wenn mich jemand fragt, was mache ich beruflich, ich bin Visagistin, ich bin Make-up-Artist und ich bin da wahnsinnig stolz drauf, auch jetzt noch nach 2 Jahren das noch so zu sagen.